Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV. Ihr seht, ich habe wieder ein Papier in der Hand. Es geht wieder um die Frage eines Zuschauers und diese Frage habe ich schon ein bisschen länger hier liegen. Deswegen an der Stelle erstmal Entschuldigung, wenn manchmal was liegen bleibt. Aber wir haben einfach so viele Fragen, die wir beantworten, sowohl in den Webinaren, in den Coachings als auch hier auf YouTube. Und heute geht es um einen Trade in der Aktie von Wynn Resource aus Las Vegas und um was es da geht und was man in so einer Situation machen kann, nämlich wenn es zu einem Short Squeeze kommt, das besprechen wir im aktuellen Video. So, folgende Situation. Ich habe eine Mail bekommen und da ging es um einen Trade in der Aktie von Wynn. Und wir blenden euch in der hier jetzt auch mal den entsprechenden Chart ein. Und zwar ganz einfach gesagt, was ist passiert? Die Aktie ging lange, lange Zeit nach unten. Wir hatten einen gleitenden Durchschnitt, also hier so einen 21er Moving Average auf Wochenbasis, der deutlich darüber lag. Das heißt, vom reinen Trendverhalten her war das definitiv eine Aktie, bei der man Calls verkaufen konnte und auch die implizite Volatilität war hoch genug. Das heißt also, die IVR war jetzt in dem Beispiel, jetzt muss ich schnell schauen, bei 99%, die war also extrem hoch. Und jetzt wurde Folgendes gemacht, die Aktie, jetzt muss ich selber schauen, war zu diesem Zeitpunkt, kleinen Moment, ungefähr so bei, ich glaube, knapp über 50. Ja. Also das heißt, die Aktie war ungefähr bei 50. So, jetzt wurde hier ein Call verkauft und zwar mit einem Strike von 62. Hatte eine Restlaufzeit von 23 Tagen und die Prämie, die eingenommen wurde, waren $62. So, das war die Prämie. Und so weit, so gut, kann man jetzt erstmal nichts dagegen sagen. Was ist jetzt aber passiert? Und zwar am nächsten Tag hat diese Aktie ein Gap hingelegt, beziehungsweise ist nach oben geschossen, und zwar um insgesamt 20%. Das heißt, also am nächsten Tag ging es hier zack, deutlich nach oben, plus 20%. Und natürlich ist dann hier dieser Call sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden und war erstmal ein großer Verlust da. Und jetzt ist hier die Frage, wie hätte ich das verhindern können? Kommen solche Trades einfach mal vor oder hätte ich bei der sehr hohen IVR Bedenken haben sollen? So, erste Antwort. Wie hätte ich das verhindern können? Überhaupt nicht. Also man kann solche Dinge einfach nicht verhindern. Das ist wie die Frage, kann ich den schwarzen Schwan verhindern? Also kann ich irgendwelche außergewöhnlichen Ereignisse an der Börse verhindern? Nein, das kann ich nicht. Doch, es gibt eine Möglichkeit, nämlich ich höre auf zu traden. Dann werde ich nämlich niemals in solche Situationen kommen. Solange ich aber trade, werde ich solche Situationen haben. Und es ist auch gar nicht so wichtig, ob man diese Situationen verhindern kann, sondern wie sich diese Situationen auf uns auswirken und wie wir mit diesen Situationen umgehen. So, was ist in dem Falle hier passiert? Ihr seht es ja selbst, wenn ihr euch den Chart anschaut, den längerfristigen, die Aktie ging dann ein bisschen nach oben, hat es aber letztendlich nicht geschafft, hier einen neuen Trend auszubilden und jetzt plötzlich immer weiter anzusteigen. Und für viele, die jetzt neu dabei sind im Optionshandel, die haben immer Angst, wenn so etwas passiert, also wenn so ein sogenannter Short Squeeze passiert. Wenn ihr an der Aktie seht, die ist eine ganze, ganze Weile gefallen, das heißt, jeder, der hier Short war, saß auf einer Menge Gewinnen. Und jetzt beginnt in jedem Abwärtstrend, kommt mal irgendetwas, dass mal die ersten Leute sagen, aus ganz verschiedenen Gründen, weil vielleicht Nachrichten kommen, weil sie genug verdient haben, weil sie ihr fundamentales Ziel erreicht haben, weil vielleicht ein großer Investor sagt, Mensch, das ist ein angenehmes Niveau, hier steige ich mal ein, dass auf jeden Fall kommt es zu Käufen. Diese Käufe
bringen diejenigen unter Druck, die zuletzt eingestiegen sind, und dann schießen die Preise nach oben, quasi so als eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Wir sehen das immer wieder in Märkten, die extrem stark eingebrochen sind. Also wir haben das gesehen natürlich im Crude Oil im letzten Jahr. Wir haben das gesehen in Kaffee und wir werden das sehen im nächsten Aktiencrash. Wenn es mal eine längere Zeit nach unten geht, werden viele Aktien hier dann so stark verkauft sein, dass es immer mal wieder zu solchen Bewegungen kommen kann. Bei Wind kam jetzt noch dazu, dass natürlich der Gesamtmarkt im September relativ gut aussah. Das heißt also, wir hatten den August-Crash hinter uns gebracht, der Markt hatte sich relativ schnell erholt und jetzt kam diese Situation. Also man kann so etwas nicht verhindern, weil ein Short Squeeze kann kommen, er kann nicht kommen, das ist ein Münzwurf. Man weiß es nicht, darauf zu setzen, glaube ich, macht auch keinen Sinn. Deswegen muss man damit leben, wenn es passiert. Was man aber durchaus beachten kann, ist, welche Auswirkungen hat das auf mich? Und zwar, da ist natürlich so, wenn ich jetzt hier eine riesengroße Position habe, ne, wenn ich jetzt sage, okay, dieser Anstieg, der kostet mich jetzt 20, 30, 40, 50% meines Kontos, dann habe ich definitiv einen Fehler gemacht. Und zwar, der Fehler liegt dann nicht im Trade, sondern in der Positionsgröße. Und deswegen, gerade wer Optionen handelt, der muss nun einmal unbedingt es sich jeden Tag wie ein Mantra vorhersagen, kleine Positionen, kleine Positionen, kleine Positionen. Das heißt, wir verdienen als Optionsverkäufer niemals unser Geld mit einer großen Position, sondern über viele, viele, viele kleine Trades, die sich eben dann aufsummieren. Und dann werden immer mal Trades dabei sein, so wie diese, wo wir dann vielleicht hier eine Prämie, ich weiß es nicht, wie hoch der Verlust war, aber mal angenommen, die Option springt dann eben hier auf minus 300. Ne? Und ich habe deutlich mehr verloren, als ich ursprünglich gewinnen wollte. Aber das ist nicht schlimm, weil es aufs Gesamtkonto keine dramatischen Auswirkungen hat. Wenn das mir alle 20, 30 Trades mal passiert, ist es nicht schlimm. Warum? Weil ich dann auch damit umgehen kann. Die meisten Leute haben doch dann ein Problem, dass so etwas passiert und plötzlich ihr Konto 20, 30% im Minus ist und sie dann aus nackter Angst heraus ihre Trades glattstellen, sagen, oh, jetzt kann ich nichts mehr machen, jetzt stelle ich mal glatt. Wer kleine Positionen hat, der kann diese Trades nachvollziehen, beziehungsweise der kann sie weiter traden. Und jetzt müssen wir uns unterhalten und müssen reden, wie geht man denn damit um, wie macht man denn an der Stelle dann weiter? Und jetzt können wir natürlich hergehen und können sagen, okay, ich mache es einfach zu und mache den nächsten Trade. Okay, meiner Meinung nach ist es aber immer besser, zuerst einmal zu schauen, was ist denn hier überhaupt passiert. Das heißt, ich würde in so einer Situation als allererstes mal hergehen und würde sagen, ich gucke mir mal schnell die Nachrichtenportale an und lese mal, gibt es denn irgendwelche signifikanten Meldungen? Und anhand dieser Meldungen kann man dann entscheiden, wie geht es weiter. Stellen wir uns mal vor, die Aktie steigt hier von 50 auf 60 Dollar. Ich habe einen 62er Call geschrieben und jetzt kommt die Mitteilung, dass ein Investor eingestiegen ist und bereit ist, die Firma für 60 Dollar zu übernehmen. Dann bin ich natürlich heute erstmal hier mit meinem 62er Call stark im Minus. Aber hätte ich damit ein Problem, wenn der hier 60 Dollar übernehmen will und ich habe eine extrem große Wahrscheinlichkeit, dass mein Call out of the money bleibt? Wahrscheinlich eher nicht. Ne? Wenn ich keine Nachrichten finde, dann wird es vielleicht einfach nur ein ganz simpler Short Squeeze gewesen sein. Und dann kann ich reagieren, indem ich nämlich zum Beispiel anfange zu rollen. Also das heißt, ich könnte meinen Call nach oben wegrollen, ich könnte ihn zur Seite rollen und noch einen zusätzlichen Put dazu schreiben. Aber ich kann dann etwas machen, das heißt, ich kann dann diese explodierenden Preise, die nochmals angestiegene Volatilität nutzen, um hier einfach weitere Trades zu machen, um diesen zwischenzeitlich aufgetretenen Verlust wieder zu minimieren oder dann im besten Falle sogar wieder einen Gewinn daraus zu machen. Wichtig ist aber eben, dass man in so einer Situation nicht panisch reagiert. Nicht panisch reagieren kann man aber eben nur, wenn man überschaubare kleine Positionen hat. Sobald die Positionen zu groß werden und einen dieser Tagesverlust, den man hier erleidet,
der so einem so wehtut, dass man keine rationalen Entscheidungen mehr treffen kann, dann ist es vorbei. Und dann muss man die Frage, hätte ich das anders machen können, mit Ja beantworten, nämlich du hättest kleinere Positionen handeln müssen. Wenn du also jetzt sagst, du hast in einem 10.000er Konto, mal ein Beispiel, eine Option verkauft, dann ist das nicht schlimm. Ne? Weil wenn du dann 300, 400 Dollar Minus hättest, dann sind das eben 4%. Das ist jetzt nicht schön, aber das bringt dich jetzt auch nicht um. Hättest du jetzt 10 verkauft und du hast 3.000 oder 4.000 Dollar Minus, dann ist natürlich Game Over, weil dann bist du so frustriert, dann kannst du in der Regel gar nicht weitermachen. Und deswegen, solche Dinge passieren, die werden auch immer passieren, aber solange man sich an das Motto hält, was wir ja von den Tasty Trade Jungs aus Amerika übernommen haben, weil warum sollen wir was anderes sagen, wenn die schon auf den Punkt gebracht haben, trade small, trade often, das heißt, handle klein, handle oft, das bedeutet also, lieber viele kleine Positionen als eine große. Das gilt nicht für alle Arten des Tradings, aber für den Optionsverkauf gilt es definitiv. Solange du dich an dieses Mantra hältst, kann nichts passieren beim Optionshandel, weil alles beherrschbar ist. Ich hoffe, damit ist diese Frage beantwortet und auch der ein oder andere hat hier wieder etwas für sich mitgenommen. Überprüft bitte bei euren eigenen Positionen, ob die klein genug sind, damit sie eure mentale Verfassung nicht angreifen, wenn sie mal gegen euch laufen, und macht immer einfach eins, wenn ihr wissen wollt, naja, was weiß ich denn, ob eine Position zu groß oder zu klein ist, da gibt es mathematische Modelle, das ist die eine Variante, die andere Variante, die ich bevorzuge, ist ganz einfach die, dass man sagt, was würde denn passieren, wenn sich meine Optionen heute, die ich geschrieben habe, zum Beispiel verfünffacht. So. Und wenn er sagt, wenn die sich verfünffacht, dann sehe sich aber ganz schön in der Tinte, dann sind eure Positionen zu groß, dann müsst ihr sie kleiner machen. Ich freue mich auf eure Fragen, die könnt ihr hier stellen. Unter dem Video bewertet das Video so, wie es euch gefallen hat, also entweder positiv oder negativ. Teilt dieses Video, kommentiert, eure Meinung, eure Anregungen sind gefragt und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, Servus, macht's gut, bye bye.